Angeführt durch der Festumzug von den Geroldsteiner Stadtsoldaten mit ihrem Kommandanten.
bereits zum 10. Mal dabei sein. So, hier haben wir die Gäste-Kinder. Die Kinder, hallo, ich habe gehört, ihr singt nachher noch ein Lied. Perfekt, da freue ich mich. Jawohl, herzlich willkommen mit den Gäste-Kindern, die Kinder aus der Kita Abenteuerland mit der Leiterin Waltraud Wengler. Herzlich willkommen. Hier haben wir die lebendigen Gäste. Herzlich willkommen auch euch mit der Frau Pro. Ja, und nicht zu vergessen natürlich unsere Täuflinge in der Kutsche, angeführt von Friedel. Hallo. Sitzt der Thomas, die Elke und der Stefan. Herzlich willkommen. Ja, last but not least natürlich unsere Patern. Nicht zu vergessen, herzlich willkommen, ihr Patern. Oberpater Kali ist auch dabei, wunderbar. Wir freuen uns schon auf deine Sprüche. Hast du ein paar auf Lager? Das ist gut. So. Dir lieb Leitzler, heier dieser Schwingerstaat. Es fängt, wenn die Gäste strippen, die helfen an, die nicht jeden hat. Zwing Jungen und noch ein Mädchen gehen heut, dass er doch jede bläst. Öffentlich als Biber ja Jung und Mädchen gedäft. Doch als erstes spricht ihr Bruder Wolfgang, ist gäßig Tripper Gedicht, was denn alle Kehre noch ganz gern mischt, guck ich nicht so an. Der Biber ja gäßig Tripper. Gäßig Tripper, ein ordentlich Wort. Doch noch ein Verzieltchen abgelocht, ein Bebäuer-Steckelchen voller List, ich weiß es, geht es so. Es war am 30-jährigen Krieg, da sind durch Staat und Land der Schwedevölker gezogen, haben die Spitzbuft gesenkt und gebrannt. Für Bebäuer, dem alle Kastell, hatten sie auch Stall gemacht. Und um ihn auszuhängern, belagert schon manchen da. Die Bebäuer hatten an ihrer Nucht die Schweden zum Verdruss, um Eigentum Leck zu behalen, ob der Neimiederer raufgeschoss. Doch noch ein paar Dagen hatten sie nächst mir für zu schießen, und was noch schlimmer war, nächst mir für zu essen. Die Nucht, die war schon greilig groß, und ein guter Rot war da ja. Du komm hinein, ein Gedanke los, also los und nicht geheier. Am Graben und auf dem Kobenhof, Hungegäse fällt ja ob der Dreschen. Die Guve schwinn, ein Beigehul und der Profit gleich ausgerechnet. Die Bebäuer Jungen, nicht waren da viel, haben sich der Fälscher übergestreppt und die sind dann wie kekisch mit Spätscheln ob der Stadtmauer herumgehebt. Erlaub und die Schwed sich angestorn, die haben auch Fleisch für manchen da. Selber hungrig und voll Roserei haben sie sich aus dem Stepp gemacht. Wie der Biber ja der Strich gelungen war, haben sie die Stadtmauern abgemacht, ist im Herrgott gedankt, sich an die Faust gelacht, gesungen und gebechert so manchen da. Noch aber Schluss mit dem Bericht von der Gäse Fälsches Strepper, doch mir sei stolz auf die Geschichte. Mir Bebäuer Gäse Strepper. So, der Lev Leitscher, wel sagen wir es, lädt den Ursprung. Ja, wenn der Akkordeon mal anhält. Okay, Stivel. Ich trinke kein Alkohol, habt ihr nichts? Warte. Oh, was dauert das? Halt ich doch raus, Mensch. Was du früher beamst? Musst du spielen oder ich? Will ich spielen, dann laufen sie alle vor. Was sagen wir, Will? Nur Sprung. Wenn er start? Oh, hätte so guten Kumpel noch nicht. Thank you.
Vom Recht ab 30 Jahre Krieg, als die Schweden am Weber schatte Pech. Ein Hagelort von der Weber, ihr Jungen, sind die Hände von Donner aufgesungen. Denn wo man Bier trinkt und ein Lied singt, da ist es herrlich, herrlich auf der Welt. Wo man Bad Halsen säuft, der Gäse Schlepper träuft, da ist es herrlich, herrlich auf der Welt. Gebot an Hand, ein Brot und auf den Graf, ein bisschen dort rumgeschlafft. Von da an uns an jedem Jahr, der bringt der Schott an mancher Leitzor. Wo man Bier trinkt und ein Lied singt, da ist es herrlich, herrlich auf der Welt. Wo man bei Dreizem säuft, ein Gäse Strepper teuft, da ist es herrlich, herrlich auf der Welt. Der Degel, der macht Kiel, neben Salzer und mit Bier. Junge und Mädchen, gläftet mir. Denn als gesund, sein Leben langer Schwung. So wie ein Rechen, Beber, ja, jawohl, denn wo man Bier trinkt und ein Lied singt, da ist es herrlich, herrlich auf der Welt. Wo man Bad Halsen säuft, der Gäse Schlepper träuft, da ist es herrlich, herrlich auf der Welt. Los! Oh, also das heißt stumpfisch Luft, ne? So, ihr Leifleitscher! Welches das Taufwasser orgeriert, das nach jahrhundertealten Überlieferungen da also mehr schmiert, wo hat es dann? Wo wir das Becken raus, Gas bei, das wird zu weh. Was holen wir dann zu ich? Dann holen wir erst, der das ganze Ding raus. Man hat wohl hier festgestellt, der Kiel ist sauberer. Ob der Nemitz wohl einiges Geschirr dran, haben wir alles was geholt. Aber Kaulquappen und ich weiß nicht, Hechte, Barracuda, also was war das? Haifische. Haifische. So, als erstes holen wir 3 Liter Bier, ne, 3 Stubbis. Die gehen später. Das sind aber noch ein Zwing. Das sind ja 3. Weil wir Alkohol und frei. Sind sie, das ist egal. Sind seit 4 Jahren abgelaufen, da muss Frucht. Und das Knöpfner doch. Doch, das hing kein. Ach du liebe Gott. Ich wusste, dass ihr das nicht seht. Am Alter. Wenn du den Wellen hier rumgedrückt hättest, oh. Dann ging der noch. So, passt. Komm, wenn das Well noch länger dauert, dann können. Jetzt das Well. Ach du lieber guck mal, Gott. Guck mal rein. So, was nicht sauber. Wenn du so weiter bist, sind wir um 6. 3 Flaschen. Pro Teufling eine Flasche. Nicht der todliche Reich jetzt über so. Ja. Oh, halt den Mund. So, well nochmal, oder wie? Weißt du nicht, wie man Flasche abmischt? Weil ich hätte dann alkoholfreie, das ist jetzt so schlimm. Warum? Ich muss jetzt an der Brauerei noch, auch wenn der Tier ja aufgelaufen ist, sputzt er deshalb so. Ich wollte trinken, aber ich mach nicht mehr so richtig. So, well, mal kommen wir mal weiter. So, well. Well, 1 Liter Kielwasser. Kiel steht drauf Kiel. Oh, hi. Mit K. YLL. Wir sind noch dran. Geht er noch, oder?
Boah, der Boss hat etwas wie ich, dann ist der Teufel los. Aha, den Grünspan kannst du mal da rein tun. Mach alles ran. So, wenn Liter Nimitzwasser. Also N-I-M. Ja, nimm's. Was sag ich jetzt? Oh, das Wasser wollte Mois treffen, dann nehme ich. Ich dachte, dass der Gaspedal rauffallen. Ich dachte, das Wasser ist trüb, die Luft ist rein, der Gaspar muss er soffen sein. Aber. Wie kann man da drüber lachen? Ich nicht. Ich heiße nicht Gaspar. Und wenn ein Goldgrab voll Meersalz, Salz, das Salz des Lebens, du alles ran. Nee. Doch. Ich hatte nicht genug gehabt, da hatte ich ein bisschen Streusalz angetan, aber alles egal. So, und dann 287 Gramm Bungekräckchen, auch Bohnenkraut genannt. Da das Geschirr, wenn Dresche geht, hat dazu eine Funktion, das juckt. Ich meine Konsistenz. Ich kann kein ja. Alles ran. Und wenn wir es musturieren, ich weiß, da dort schaffen, ein Gewirr was. Rieren mal ein bisschen. So, weil 287 Gramm Bungekrätschen. Das haben wir doch gerade gehabt. Also egal. Petersilie, da dumme ran, weil wir hier um Pittischplatz sind. Und rieren, sonst haben die Mädchen das nachher noch ein. Oh. Das ist ein Lohnbrett, wollte er immer suchen. Und wenn zum Schluss noch ein Schluck Bad Ratz. Wir holen aber Haifern, dann ist schon ein paar hundert Jahre alt. Können wir ruhig ein bisschen mehr ran tun. Bad Ratz macht gesund. Von Bad Ratz im Trinken geht man Schink. Und ich habe viel davon getrunken. Und auch jetzt noch viel trinken. Was ist das mit Leutern? Bungekräckchen. Beifuß, ran damit. Aber dumm, du bist. Ne, alles ran. Metzen steht da, was heimholen. Da kriegt man gefragt, mit dem Geschirr und will das haben. Nee, das mach ich nicht. Da fehlt noch ein bisschen Alkohol. Das muss eigentlich toll sein. Da haben wir uns irgendwie verdorben, ne? Maybe ihr schätzt den Nettel noch an. Wieso? Ich will das trinken. So. Hast du Angst, du bekämst keinen? Doch, du musst voll sehen. Wahrscheinlich. Also gerade. Oh. So, wer sieht mal den ersten Täufling holen? Und zwar erst den Thomas Kröftges. Ich wusste vorher noch nicht die Reihe vollstatt machen, nur so wie du schnell geworden hast. Wo hast du Thomas? Der hat schon gegeben, der hat Angst. I coming zu mir. Mach dich bei mich bei. So, Werner, dienst du denn schon mal der Laudatio sollen? Aber gern. Mach du das. Wo hast du den Pranger? Was? Ich hatte liebe Freunde, bevor wir loslegen, wollen wir ganz kurz an unseren kürzlich verstorbenen Freund Wolfgang Molitor erinnern, der als Pater Molli jahrzehntelang zu unserer Gemeinschaft gehörte. Danke für alles, Molli, und mach's gut. Neben dem Dank an den Gewerbeverein, die Brauerei, die Kreissparkasse und die Volksbank möchte ich der Kunstgussgießerei Plein aus Speicher unter der Leitung von Heinz und Karin Plein ein herzliches Dankeschön sagen. Uns waren doch tatsächlich die Orden ausgegangen. Und da hat das Ehepaar Plein uns kurzfristig und kostenlos brandneue Orden gegossen. Danke auch an die Gäsekinder, die hier vorne stehen. Jawohl! Das ist für euch. Sie sind alle in der neuen Kita Abenteuerland in der ehemaligen französischen Kaserne.
Und ich möchte auch ein Dankeschön an die Leiterin Waltraud Wengler, da steht sie, an alle Erzieherinnen und an die Eltern sagen, dass ihr alle dabei seid. Dankeschön. Ein Dankeschön möchte ich auch unseren Götzburben sagen. Wir haben drei Götzburben, die ihr alle kennt vom Folklore-Festival. Den Horst, den haben wir letztes Jahr getauft. Da hinten, ganz da hinten ist er. Er hat zwei Kumpanen mitgebracht, die haben uns heute den ganzen Tag beim Wasserholen unterstützt. Und sie haben sich wirklich nicht geschont. So, dann wollte ich noch kurz auf den morgigen landesweiten Ehrenamtstag in Bitburg hinweisen. Ach, der eigentlich heute Abend schon beginnt. Wer jetzt aber denkt, dass dort unter den vielen Ehrenamtlichen unsere Täuflinge für das nächste Jahr ausgesucht werden sollen, der liegt falsch. Das machen wir immer selbst. So, jetzt aber. Bitburger, Freunde, Gäste und Gäsen, eine engagierte Karnevalistin, einen umtriebigen Marketingmann und einen Stadtteilchef. Sie alle wollen wir heute zu echten beberiger Mädchen und Jungen machen. In Karlis Fingern juckt schon die Bolle. Und er hat mir gesagt, er hat eine ganz neue, ausziehbare Bolle. Weil ich durfte mich nicht zu viel bewegen. Nun lässt aber... Karli, du sollst mich nicht immer in der Bresch. Ich wusste doch gar nicht, dass du noch ein bisschen wollt. Nun aber lasst euch bekannt geben, was wir zu berichten haben. Hier steht unser lieber Thomas Kröfkes. Da am Freitag, dem 16. April 1965, weltgeschichtlich nicht gerade viel los war, gehen wir mal anders an die Sache ran. Das Jahr 1965 ist im chinesischen Horoskop das Jahr der Holzschlange. Dazu heißt es, von allen Tierkreiszeichen ist die Schlange am kultiviertesten. Sie macht sich über viele Dinge Gedanken und zerbricht sich den Kopf über die Intentionen ihrer Mitmenschen. Sie ist lieber misstrauisch und hört auf ihre Menschenkenntnis, anstatt anderen sofort ihr Vertrauen zu schenken. Das rätselhafte Verhalten macht die Schlange für ihre Mitmenschen zunehmend anziehend. An jenem Frühlingstag erblickte im rheinischen Neuss ein echter Eifler Junge das Licht der Welt. Wie jetzt, mag so mancher denken. Ganz einfach. Muttern stammte aus Log und Vattern aus Oberehe. Log ist ein kleiner Stadtteil von Kerpen, falls das jemand wissen will. Und wie wir Eifeler nun mal sind, blieb die Familie Kröfkes nicht lange am Rhein, sondern kehrte 1970 zurück in heimatliche Gefilde. Das passt doch, gesagt, wurde Gerd Butschekies gemacht. Nach Wittlich. Was? Na gut. Und hier, zwischen Eifelscholle und Weinberg, begann das eigentliche Leben des Karl Thomas Kröfkes. Von Kindesbeinen an spielte sich der Alltag des kleinen Thomas auf dem Fußballplatz ab. Aus der Schule raus, ranzen in die Ecke und dann mit den Kumpels gegen das runde Leder getreten. Bis zum Abitur auf dem Wittlicher Gymnasium ging das so. Dann änderte sich manches. Thomas ging nach Trier studieren und erreichte 1990 stolz sein Kaufmannsdiplom. Zu der Zeit war er bereits in der Politik eingestiegen und hatte sich das Rüstzeug für große Taten geholt. Praktisch direkt von der Uni weg engagierte ihn das uns allen wohlbekannte hiesige Brauhaus. Hier ist er bis heute beschäftigt, bis zum Vertriebsdirektor Handel hat unser Täufling es geschafft. Zu Hause in der Wittlicher Senke engagierte er sich weiter auf kommunaler Ebene. So war er zum Beispiel auch Mitglied des Kreistags Bernkastel-Wittlich. Und sein Fußballerherz, das schlägt bis heute für den FSV Salmrohr, wo er seit 1995 als ehrenamtlicher Geschäftsführer agiert. Allerdings konnte auch ein findiger Geschäftsführer den sportlichen Niedergang des FSV in den letzten Jahren nicht verhindern. Vielleicht hätte Thomas selbst noch einmal die Fußballschuhe schnüren sollen. Aber der Mensch braucht ja auch noch ein weiteres Standbein. Und so frönte Thomas seinem anderen Hobby. Er restauriert mit Freunden zusammen VW Käfer. Er liebt es bis heute, mit ölverschmierten Händen unter einem alten Käfer zu liegen und daran rumzuschrauben. Vier optisch fabrikneue Käfer und dazu ein Kamangia schmücken zurzeit seine Garage. Beste Kollegen dafür findet man übrigens in Bitburg. Zusammen mit dem Arbeitsplatz also noch ein Grund, in die schönste Eifel, Stadt der Eifel zu ziehen. Das war im Jahr 2000.
Dann kam das Jahr 2005 und Amors Pfeil traf ihn mit voller Wucht. Der liebestolle Thomas sauste ständig von der Arbeit in Bitburg wegen des Fußballs nach seinem Rohr und der Liebe wegen wieder schnell zurück nach Bitburg. Die holde Sabine, sie ist war ganz hin und weg. Erst als dann die Hochzeitsglocken läuteten und das gemeinsame Nest in Masolda gebaut war, wurde es etwas ruhiger im Leben unseres Täuflings Thomas. Zu ruhig, wie er sich bald dachte. Also wieder rein in die Kommunalpolitik. Jetzt in Bitburg. Mitglied im Hauptausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss, in der Verbandsversammlung Zweckverband Flugplatz Bitburg, seit Langwurt, und im Wirtschaftsbeirat Eissporthalle. Und weil er das wirklich total klasse machte, ernannten die ihn im Assolderer im Jahr 2013 zu ihrem Ortsvorsteher und wählten ihn 2014, 2019 und kürzlich am 10. Juni erneut für 5 weitere Jahre. Und wenn man in Bitburg so angekommen ist und so beliebt ist, dann ist es höchste Zeit, dass man auch als Bitburger Junge aufgenommen wird. Und so mögen unsere Patinnen heute deine Taufe, lieber Thomas, vollziehen, dich zu einem echten Beberiger Jung machen. So, lieber Thomas, die Firma Orfing, erstmal dein Tauflied, was du redest. Natürlich. Weil den Menschen Freude du gebracht, wirst du als echte Beberger Junge aufgenommen. Gleich kriegst du Wasser in den Hals, deshalb sei nicht so beklommen. Bist du getauft, kommst du erst richtig in Schwung, weil Bad Kiel liebes Wasser und Bad Bier, passt der echte Beboer Jung. Alt Jo, Alt Jo! Das war doch gut. Siehst du, was für ein bisschen Alkohol ausmischt, ne? Lieber Thomas, bist du willig, die Taufe der Beboer Jungen zu empfangen? So antworte, singet mit Alt Jo! Alt Jo! Mikroskop! Alt Jo! Alt Jo! Aller Gott, der Mann durfte sich nicht so viel bewegen. Bist du weiterhin bereit, die Wasser von Kill, Nims und Bier über dich rieseln zu lassen? So antworte, singet mit Alt Jo! Alt Jo! Machst du auch einen Werkchor? Sing doch was schön. Bist du bereit, die Auszeichnung Beboer Gäsestripper mit Stolz zu würdigen? Zu achten, zu ehren, dich bei der Taufe nicht zu wehren. Nächste geht es kurzer gemacht. Und nach der Prozedur, die da stehen von uns Patern, hier so 3, 4 Spier, so einfach zu singen mit Alt Jo. Alt Jo. Oh, Kontertenor. Ja. So, beuge dein Haupt, um zu empfangen die Wasser von Kiel, Nems und Bier. Haben wir einen Spähfahrer getan? Nee. Nee. Empfange das Wasser der Nims. Du sollst so sauber und geklärt durch das Leben gehen, wie die Nims es tut. Oh, was das eindreht. So dick haben wir noch nie gehabt. Wenn ich das auf die Kappe mache, dann wollen sie die Horn essen noch. Empfange das Wasser der Kill. Du sollst so flink und munter durch das Leben gehen, wie Kill es tut. Ich, oh, was hat Heiner hier geschrieben? Lauch. Ah, der Tiermann war noch so dreschig. Ja, das Kill. Guck mal, das läuft noch. Ne, sag mal. Was hast du denn? Kill-Kran hast du. Mach dir mal die Kaukwabbler weg. Guck mal, los, die krabbelt noch. Komm mal. Ich bringe kein Tier um. Okay. Wir wünschen dir, dass du von Millionen Menschen so geliebt wirst, wie vom Bitburger Bier. Hier. Schnittlauch. Wir wollen ja eigentlich nur nie knastisch und halber sowieso nicht. Sohn der Eifel, mit dieser Gäsestripper-Taufe bist du jetzt ein original Bitburger Junge und wirst zum Abschluss den bitteren Balsam auch bei 30 Minuten zu dir nehmen. Ich komme. Was?
Der war ganz schön human, ne? Nein, aber. Und weg damit. Jawoll. Verzeih, ich kenne ihn. Ich weiß, die Frau Brautkäthe hat mir 4 Stück aneinander geholt. Sie hat aber nicht gewusst. So. Ja, lieber Thomas, hiermit gibt das erlaubte Gremium Taufgemeinschaft der Biberjäger Gäsestrepper kund und zu wissen, dass es willens und entschlossen ist, der höchstlöblichen Person Thomas Kröfkes die Taufe mit Kühl, Nims, Wasser und Bier erfahren zu lassen und das Recht, als ein echt Bitburger Junge genannt zu werden. Die Taufe an diesem denkwürdigen Tage ist Lob und Anerkennung für dero erwiesenen und beispielhafte Leistungen für unser Bitburg. Herzlichen Glückwunsch. Kennt ihr was? Ich weiß, damals mit dem ersten Täufling, das war der Künstler, der den Brunnen gemacht hat. Der hat zu kleinen Händen gehabt, dann hat er den Händen raus und hat den Balsam selber getrunken. Wie husch noch Lönige. So, kommen wir jetzt zu dem nächsten Täufling. Oh, da freue ich mich drum. Und zwar als der Elke Thies, wo ist es? Baby, I come to me. Ich kann Englisch. Wie Hanse Freier immer gesagt, das blonde Gift vom Broadway. Hi, Kimmel. Du weißt ja, dass das Wesen hier noch ein Nimmel Wesen ist. Völlig. Ja, nicht. Oh, wenn der sich noch aus. Oh, ich mache keine Medien. Also ich habe eine Hecke geschwatzt, aber Elke, ich denke dann noch mir an zu schwatzen. Wir sollen das alles tragen. Du kannst aber ruhig weg da machen, wenn du so. Nun geht das los. Es war Samstag, der 13. Juli 1963. Ein heißer und trockener Tag im Eifelörtchen Gilzen. Im Hause Neumann in der Hauptstraße kündigte sich seit Wochen der ersehnte Nachwuchs an. Heute war es endlich soweit. Schnell noch ein paar Sachen zusammengepackt und dann ab ins Krankenhaus. Nun bog die Familie Neumann am Helenenberg in die falsche Richtung ab. Und so erblickte die kleine Elke, Anna Elisabeth, in Trier das Licht der Welt, anstatt in unserem schönen Bitburg. Aber von der Namensbedeutung her taufen wir heute eine vornehme, anmutige Vollkommenheit. Wow! Und so wuchs Elke sehr gut behütet in Gilzen auf. Ihre große Leidenschaft war das Verkleiden. Schon in frühen Jahren zog sie sich gerne Omas Lieblingszauber über, griff sich ihre Rassel und veranstaltete singend einen kleinen Umzug im heimischen Garten. Mit großen Augen ging es dann zur Volksschule nach Gilzen und später ins benachbarte nach Irre. Das gefiel ihr sehr gut, gab es doch überall Neues zu entdecken. Dann folgte ein Berufsgrundschuljahr in Bitburg und um unsere Elke war es geschehen. Die vielen fröhlichen, gut aussehenden Menschen, die charmante Kleinstadtatmosphäre, hier fühlte sie sich wohl, hier wollte sie bleiben. Doch es kam anders. Elke begann ihre Ausbildung als Einzelhandelskauffrau in Trier. Hier hatte sie übrigens einen ausgesprochen sympathischen Kollegen, unseren Pater Norbert. Und der gehörte zu den Gründern des Karnevalsvereins Freunde der Bütt. So kam sie in Kontakt mit den Bitburger Karnevalisten und auch der Liebe wegen war Elke bald nur noch in Bitburg unterwegs. Mit ihrem Mann Dieter, übrigens ein Stiefsohn unseres früheren Paterkollegen Toni Goebbels, gründete sie eine Familie und schon bald erblickte Sohn Marco das Licht der Welt. Wo ist denn eigentlich? Hallo Marco.
Der kleine Schlingel ist übrigens dafür verantwortlich, dass die liebe Elke inzwischen eine zweifache Oma ist. In Gilzen schloss sie sich dem Gesangsverein an, dem sie bis zur Auflösung angehörte. Seit letztem Jahr trällert sie nun im Landfrauenchor mit. Doch unser liebliches Bitburg war natürlich längst zum Lebensmittelpunkt für Elke geworden. Nach Jahren, in denen die leidenschaftliche Karnevalistin schon bei den Freunden der Bütt zu den verschiedensten Anlässen mitgeholfen hatte, wurde sie im Jahr 1990 feierlich im Verein aufgenommen. Hier oblag ihr immer ganz besonders die Jugendarbeit. Über 20 Jahre lang war sie als Jugendwart bei den Freunden der Bütt tätig, organisierte die Kinderkartensitzungen und betreute die Kinderprinzenpaare. Natürlich vergaß sie dabei auch nicht, auch selbst ordentlich Karneval zu feiern. Schließlich konnte sie singen und tanzen, was das Zeug hält. Das kann sie natürlich heute noch. Seit 2021 ist Elke nun die zweite Vorsitzende bei den Freunden der Bütt, bei denen ja auch die Wurzeln für unsere Gäsestreppertaufe liegen. Zudem unterstützt sie seit einigen Jahren auch die Bitburger Buchpaten bei der Leserallye für Grundschüler. Vielfach geehrt, mit Ehrennadeln, Verdienstmedaillen und sogar dem RKK-Ehrenorden in Gold, fehlt dir die wichtigste Auszeichnung, die nur ausgesuchten Persönlichkeiten zuteil wird. Liebe Elke, du hast dich mit Herz und Seele engagiert und deshalb hast du es dir redlich verdient, als Bitburger Mädchen aufgenommen zu werden. Lass dich von den Patern ordentlich begießen. Ich konnte es nur schon gar nicht schloss. Auch wir, liebe Elke, unser Tauflied in Schissmoll und Frestur. Weil den Menschen Freude du gebracht, wirst als echtes Bibelmädchen aufgenommen. Gleich kriegst du Wasser in den Hals, deshalb sei nicht so beklommen. Bist du getauft, kommst du erst richtig in Schwung, weil wat Kiel nimm es Wasser und wat Bier, bastel ich lieb euer Mädchen. Alt jo, alt jo. Liebe Elke, bist du willig, die Taufe der Bebäuer Jungen zu empfangen? Zur Antwort singen mit Altio. Altio. Mikroskop. Ich hab ein Ohr. Ja, du musst auch etwas schaffen. Bist du weiterhin bereit, die Wasser von Kiel, Nims und Bier über dich rieseln zu lassen? Zur Antwort singen mit Altio. Altio. Wow. Bist du bereit, die Auszeichnung Bevoer Gäsestreppe mit Stolz der Würdige zu achten, zu ehren, dich bei der Taufe nicht zu wehren und nach der Prozedur von uns Patern, die da stehen, hier spendieren ein paar Runden Bier, so drei, vier, so antworten sie mit Adjo. Adjo! Beuge dein Haupt, so empfangen die Wasser von Kill, Nims und Bier. Ich brauch Platz. Wie hast du Angst? Elke, ich steh dir nicht mit Gräsen an. Empfange das Wasser, der Nims. Du sollst so sauber und geklärt durch das Leben gehen, wie die Nims es tut. Und die Ohren sind so schinkblond, ne? Du brauchst keine Angst an, die wussten noch. Empfange das Wasser, der Kill. Du sollst so flink und munter dich durch das Leben schlängeln, wie die Kill es tut. Hanna ist auch ein Plan. Sehr gut, dass du Schink warm hast, ne? Wir wünschen dir, dass du von Millionen von Menschen so geliebt wirst wie von Bitburger Bia. Bia. Ich brauch das doch für dich. Stefan, Wotto, Wotto. Elke, selbst wenn der Piesen muss alles tun. So, das wird. Tochter.
Charakter der Eifel. Mit dieser Gänse-Stripper-Taufe bist du jetzt ein Original-Bebäuer Mädchen und wirst zum Abschluss den bitteren Balsam, auch Batralse genannt, zu dir nehmen. Dreh dich zu mich um. Randabat, da bist du, da bist du. So. Also wirklich lecker. So, ich denke, du darfst die Urkunde von. Ja. Ihr könnt auch die Frage ausziehen. Herr Ecke, ich würde empfehlen, dass du dich doch einmal ganz umdrehst, dass die Leute auch richtig schön sehen. Dass die auch eine schöne Hinterseite sehen. Aber ich habe mich bis zurückgehalten. Also. So, liebe Elke. Hiermit gibt das erlaubte Gremium. Okay, auf Platt. Okay, liebe Elke, Heimatgeld, das erlaubte Gremium, Taufgemeinschaft der BBR Gäste-Schwipper, kund zu wissen, dass et willens und entschlossen ist, der höchstlöblichen Person Elke Thies die Taufe mit Kühl, Nimmswasser und Bär erfahren zu lassen und das Recht, als ein echt Bebäuer Mädchen genannt zu werden. Die Lob an diesem was der Patral zum Geld. Denkwürdigen Tage ist Lob und Anerkennung von Dero erwiesen und beispielhaften Leistungen für unser Bitbuch. Herzlichen Glückwunsch, Elke. Okay, das ist schlecht Blattspäße hier. Da bist besser früher eben gegessen. Elke hat die Rundnäuse und die hat die Schmurfrehung. Elke, tut mir furchtbar leid, aber das hat mir Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. So, der lief leid. Welcome, kommen wir mal zu diesem letzten Täufling. Da freue ich mich besonders drauf. Ich weiß, dass der Mann, der ich mal zum Fotomodell wollte, war. Und ich weiß, wie viel Orb ich dann also den ganzen Tag Fotos. Ich gehe kein Fotomodell. Deshalb rufen die Schwell herup. Unser Stefan Bohl, komm herup und fühl dich wohl. Bitte dich so dämpfen, Leute. Den Hut ist aber aus, gell? Ja, du lässt den Hut an. Was? Nö, ja, doch. Der Box schließt aber an. So, Laudatio. Darf ich wieder loslegen? Also, jetzt wird's hässlich. Wie wird's hässlich? Ja, also, nach Elke kann's nur hässlich werden. Warum guckst du mich dabei an, du Schrumpfgermane? Das hat seinen Grin. So, Stefan Bohl. Doch. Der 3. Juli 1965 war ein sonniger Tag vor den Toren unserer Stadt, unserer schönen Stadt. Im nahen Fließen war die Aufregung groß. Nach Sohn Horst sollte heute der zweite Spross der Familie Bohl das Licht der Welt erblicken. Mutter Barbara wartete schon ungeduldig auf ihren Mann Helmut, der noch bei der Arbeit in Bitburg war. Als er gegen 18 Uhr heimkam, wurde es langsam Zeit. Also wieder auf nach Bitburg. Und um 22.30 Uhr war es soweit. Der kleine Stefan gab seinen ersten Ton von sich. Ein spitzer Schrei, der über die Krankenhausflure hallte. Als Fliesemer Jung war Stefan ein kleiner Springinsfeld, der im ganzen Dorf dafür bekannt war, dass er mit seinem Dreirad die Gegend unsicher machte. Als es dann in die Schule ging, stieg er auf ein Bonanza-Rad mit Fuchsschwanz am Sattel um. Schließlich galt es, einen anständigen Beruf zu erlernen. Und so wurde aus Stefan ein tanzender Schreinergeselle. Seit 1974, man kann es heute auch sehen, also mittlerweile exakt 50 Jahre, ist Stefan Mitglied in der Bitburger Volkstanzgruppe. 20 Jahre tanzte er selbst, seither lässt er eher die Puppen tanzen. Kaum den Führerschein in der Hand, kaufte sich Stefan sein erstes Motorrad, gründete mit seinen Freunden den Motorradclub Jukes Bitburg, später auch als Duckesen bekannt.
Dazwischen orientierte sich Stefan in Richtung Köln und Aachen, wo er ein Studium absolvierte und es sogar bis zum Meisterdesigner der Handwerkskammer Aachen brachte. Auch wenn er bei der Bundeswehr in Büschel war oder in Aachen oder Köln wohnte, nie vergaß er seine Wurzeln in der Eifel. Jedes Wochenende verbrachte er hier bei Freunden und Familie. Dann erwischte ihn die Liebe und Stefan kehrte endgültig zurück nach Bitburg, wo er auch seine eigene, bereits in Köln gegründete Firma ansiedelte. Bohl Design steht er seither für innovative und gut durchdachte Werbekonzepte. Neben der Firmengründung passierte hier in Bitburg unglaublich viel. Das Wichtigste, Stefan wurde Vater der Zwillinge Kara und Noah. Und Ehrenämter übernahm Stefan. Erst stieg er beim Vorstand des Gewerbevereins ein, dann beim offenen Kanal, bei der Bitburger Tafel oder auch beim Stiftungsrat der katholischen St. Franziskus Stiftung. Er gründete die Jobinitiative, die mittlerweile seit 11 Jahren in unserer Region für Firmen und Jobsuchende eine unverzichtbare Plattform geworden ist. Zahlreiche Kunstprojekte kamen aus seiner Feder, wie zum Beispiel die Bitburg Art, als er die ganze Stadt zum Kunstprojekt werden ließ. Und wenn er dann mit seinem markanten Hütchen durch die Stadt spaziert, dann weiß jeder, dass er gerade wieder dabei ist, etwas Neues auszuhecken. Nun, Stefan, all das hat dazu geführt, dass wir uns im Patergremium darauf geeinigt haben, dass du dich als würdig erwiesen hast, in den erlauchten Kreis der echt leberiger Mädchen und Jungen aufgenommen zu werden. Und wir freuen uns sehr, dass es heute endlich soweit ist. Lieber Stefan, empfange nun die höheren Weihen durch unsere braven Pater. Gut sei Dank. Lieber Stefan, auch für dich unser Tauflied. Gib mit dem hier. Weil den Menschen Freude du gebracht, wirst als echte Bebräuer Junge aufgenommen. Gleich kriegst du Wasser in den Hals, deshalb sei nicht so beklommen. Bist du getauft, kommst erst richtig in Schwung, weil mat kielimes Wasser und mat Bier passt ein echte Bebräuer Jung. Alt jo, alt jo. Lieber Stefan, Mikroskop, Arzt. Lieber Stefan, bist du willig, die Taufe der B-Boyer Jungen zu empfangen? So antworte, singe bitte Alt jo. Du hast viel Wasser, Nima. Du kriegst doch alle immer. Alt jo. Bist du weiterhin bereit, die Wasser von Kilnims und Bier über dich rieseln zu lassen? So antworte, singend mit Alt Jo. Alt Jo. Bist du bereit, die Auszeichnung Bebräuer Gäste-Strötter mit Stolz zu würdigen, zu achten, zu ehren, dich bei der Taufe nicht zu wehren und nach der Prozedur von uns Pater, die da stehen hier, spendieren ein paar Runden Bier, so 3 und 4. So antworte, singend mit Alt Jo. Alt Jo. Beuge dein Haupt, so empfangen die Wasser von Kiel, durch den Hut rum und Bier. Empfange das Wasser der Nymphs, du sollst so sauber und geklärt durch das Leben gehen, wie die Nymphs es tun. Oh, die Pläne lachen mich an. Wenn du wohl viel abstehst, hast du so einen Haar. Das ist kein Haar, mir die da zurückhalten. Empfange das Wasser der Kill. Du sollst so flink und munter dich durch das Leben schlängeln, wie die Kill es tut. Ich hab Mut. Oder oh, das weiß ich immer noch. Wie kann sich in einer kurzer Zeit ein Hemd so verfärben? Wir wünschen dir, dass du von Millionen von Menschen so geliebt wirst wie von Bitburger Bia. Ja, ne, will muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe meiner Frau versprochen, dass ich kein Urzüge los. Und dann, als er bei mir ist, so Bauch. Dass eben alles der Rest kommt, will Helm holen, ist das nicht. Wenn frei die nicht zu scheide, wenn ich mal den Geschirr da hinkomme. So, lieber Stefan. Jetzt. Wir wünschen dir, dass du von Millionen Menschen so geliebt wirst wie vom Bitburger Bier.
Hier! Das verliere ich. Kannst du. Ich hatte. Oh. Lieber Stefan, tut mir leid, aber schon lässt man her. Sohn der Eifel mit dieser Geld. Ach Gott, hier ist. Oh, will also der Wechsel geplatzt. Sohn der Eifel, mit dieser Gäse-Strippertaufe bist du jetzt ein original Bitburger Junge und wirst zum Abschluss das unser Bad Ralzim auch. Was hast du los? Trinken, wo machst du da? Was ist so los? Drehung. Drehung. Der wird matt machen. Bibosch, halt, jo! Man merkt, dass der das öfter trinkt. Verzeih ich kein Ego, aber er geht das verziehen. So. Dieser Gesichtsausdruck. Ja, weg. Komm. So, ja, lieber Stefan. Trinkst du den Matt? Hiermit gibt das erlaubte Gremium Taufgemeinschaft Weber Gäsestripper Kunden zu wissen, dass es willens und entschlossen ist, der höchstwürdigen Person Stefan Bohl die Taufe mit Kill, Nimmeswasser und Bier erfahren zu lassen und das Recht, als ein echt Bitburger Junge genannt zu werden. Die Taufe an diesem denkwürdigen Tage ist Lob und Anerkennung für demo erwiesenen und beispielhafte Leistungen für unser Bitburg. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Der Leflein will sagen mir, er ist bei Tralzim Lied. Moment. Was ist Geh mal abends mal durch die Pittistraße. Hat die Geruch von einem Treppchen an der Nuss. Flotte ran. Mit Louis an de Knie und unter etwas Bier ist durch die Strie. Wir trinken so gerne Bad Ralzim, de Bad Ralzim, der so wat da schmeckt. Kein Wunder, dass wir Bebo ja so alt gen, die Medizin wird vom Herrgott voll gemacht. Ise Kanner, geh mal Sport auf der Weg. Hast du wohl Hudel, Erja oder lauter Pech? Ja, dat weißt du gut, et Marie und et Rien. Der gute Balsam hast die beste Medizin. Wir trinken so gerne Bad Ralzim. De Bad Ralzim, der so wat da schmeckt. Kein Wunder, dat mir Bebo ja so alt gen. Die Medizin, wo vom Herrgott voll gemacht. Gaspar. Wenn ihr später mal viel Esen Herrgott staunt, guckt von oben und von innen her des Ohren. Ich son Herr, mir bleibe gebedi. Hast du über 13 oder auch ein Rotflaschbier? Wir trinken so gerne Bad Ralzim. Der Bad Ralzim, der so wat da schmeckt. Kein Wunder, dass mir Bebo ja so alt gen. Die Medizin ruft vom Herrgott voll gemacht. Und noch einmal. Wir trinken so gerne Bad Ralzim. Der Bad Ralzim, der so wat da schmeckt. Kein Wunder, dass wir Bebo ja so halten. Die Medizin ruft vom Herrgott voll gemacht.
Wir hätten ja noch, und jetzt sollen wir das noch sagen. Was? Wir bei Tralsen und Kappes Tiertisch. Dann heißt das Bierbäuer National. Bier bei Tralsen und Kappes Tiertisch. Ein Fremder kam hier in ein Speisenlokal und sagte zu mir, bitte höre einmal, was isst man denn bloß hier im Bitburger Land? Da lacht ich ganz lang und ich sag mit Verstand, Ich brauch mal Bebusch und glücklich zu sehen. Das Grenzlandtreffen ist weltweit bekannt. Die Gastgeschenke sind oft sehr pikant. Oft fragt man, was ist eure Spezialität? Dann sage ich es laut, dass es jeder versteht. Ich brauch mal Bebusch, um glücklich zu sehen. Aljo, Biel, Bad Ratzburg, Kapestil. Ich brauch mal Bebusch, um glücklich zu sehen. Steh ich später mal vor dem Himmelsthron. Was ich dem Herrgott jetzt sag, ich weiß es jetzt schon. Komm aus Bitburg, ich bitte kein Schreck. Wird's mir, mein Mann, all das Himmelsbrot weg. Hier bei Tralsburg gab es dir die Bomba, wie ruhig und glücklich zu sehen. Aljo. Hier bei Tralsburg gab es dir die Bomba, wie ruhig und glücklich zu sehen. So, liebe Bebäuer, liebe Gäste, jetzt haben wir was ganz Besonderes für euch vor. Hier vor uns stehen die Bitburger Geißenlieder, Geißekinder, und die werden euch ein Lied kredenzen. Wir Bitburger Kinder handelt natürlich auch von der Geißenstrippe, Dave. Komm da herauf. Wir offen, es macht Spaß, ja, wir.
lachen, erst wenn niemand mehr was sagt. Ja, wir sind keinen Sohn, um Nachwuchs zu machen. Hi, Städte. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, DFB-Bäuer, will sagen wir alle zum Abschluss, ist Gäse-Stripper-Gedicht. Hi, lustig, B-Bäuer, Junge, das in mir. Wer kennt, singt matt. Ich fand es toll, nicht. Hei, lustig, B-Bäuer, Junge, hat's in dir. Der Geld hat die Liebesmasse und hat dir. Gesund und Herz, ja, sehr und der Jung. Das Thema ist am Mutterleben allerbeste Jung. Und alles hat vom B-Bäuer stirbt, da zählt, da zählt, da zählt. Da zählt, da zählt, da zählt. Und alles hat vom Bebusch geht, das hilft, das hilft, das hilft. Wir sehen lauter Bebäuer Junge, der Depp ist will, der soll umkommen. Wir haben Mut, wir haben Courage, mal Seele steckt von der Hinterbuchs, mal Seele steckt vom A. Ah, Annaschen, du hast ja kein Courage, du hast ja kein Courage. Was Rede steckt von der Hennerbus, was Rede steckt vom Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Amsel, Drossel, Fingo und Meisel und die ganze Vogelschar. Vögel muss man dreimal täglich frisches Wasser geben. Immer noch, nicht? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war die diesjährige Gäse-Stripper-Taufe
Und ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr wieder hier. Ihr habt vielleicht nächstes Jahr schon in Rosenbüro. Da wäre es zum Beispiel. Also kommt vielleicht nächstes Jahr wieder, bleibt halt noch ein bisschen heim. Es wird mal ein bisschen gefeiert und gesungen und gegessen und getrunken. Also wir dann vier Letzte. Prost! Prost! Und wir haben das gemacht.